Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu Yandere School. Ja, ich freue mich riesig. Ich hatte das Spiel schon mal vor 5 Jahren gespielt, allerdings nur bis zur Hälfte, weil das Spiel nie vollständig released wurde. Jetzt ist das Game vollständig da, wir können es komplett spielen. Und ich hatte ja schon mal so einen Comic darüber gemacht, so eine Parodie. Ne, wer meinen Channel jetzt schon länger verfolgt, der kann sich noch dunkel daran erinnern. Aber heute werden wir es komplett durchspielen und ich bin gespannt, ob es Änderungen gibt. Ich habe keine Ahnung, aber ich freue mich riesig und wir starten ins Spiel. Chapter 1. Ich bin so aufgeregt. Yandere School bei Tea and Cake Games. Ereignisse in diesem Spiel nicht nachstellen. Ja, nee, ist klar. I've been following a boy from class 3-1. His name is Makio Sona. I didn't realize that I was in love with him until I overheard the other classmates talk about him in front of me. Wow, das ist sogar mit Voice Acting. Das war damals noch nicht. Wow. Ja, ich übersetze das mal kurz für euch. Sorry, wenn die Facecam vor dem Text ist, aber ich werde das immer für euch übersetzen. Ich habe einen Jungen aus der Klasse 3-1 verfolgt. Sein Name ist Makio Sono. Ich merkte nicht, dass ich in ihn verliebt war, bis ich hörte, wie andere Klassenkameraden vor mir über ihn sprachen. Ach ja, da war ja was. So, you broke up with him? How old was he again? 35? He was so clingy. I need someone innocent. What's the name of that cute boy we saw earlier? Was it Makio Sono? Aha. Maisa Ito ist jetzt türkishaarig. Also in der alten Version, in der die ich damals gespielt habe, vor 5 Jahren, hatte sie noch pinke Haare. Aber wahrscheinlich, weil sie der Kokona aus dem Original Yandere Simulator sehr ähnlich sah, haben die es wohl geändert. Naja. Also hast du dich von ihm getrennt. Wie alt war er nochmal? 35? Er war so anhänglich. Ich brauche jemanden, der unschuldig ist. Hey, wie heißt der süße Junge, den wir vorhin gesehen haben? War es Makio Sono? Yes, him. You want to ask him out? Why not? I'll ask him out tomorrow after classes. Ja, er. Willst du ihn fragen? Warum nicht? Ich werde ihn morgen nach dem Unterricht fragen. Die klingt schon so richtig bitchig. I can't let that happen. Das kann ich nicht zulassen. I must kill her. Kill Maisa Ito. So, ich weiß nicht, was hier alles neu ist. Ich weiß nur, hier war irgendwo... Ah ja, eine Schaufel. Ja, das sind, by the way, wir. Akari-chan ist unser Name und wir sind verliebt in Makio Sono. So, ich glaube, hier muss ich sie nachher vergraben, genau. Und dann schauen wir doch mal, was sich alles hier so geändert hat. Oh, ich liebe es. Da hinten ist die Bitch schon. Meanwhile, I was video chatting with some guys. I'm tired of studying. It's boring. I'm going shopping this weekend. What do you want? I'm thirsty. I need a drink. What do you want? Ach, du kannst mal kacken gehen, ey. Dann schauen wir uns hier doch mal so ein bisschen um. Das sind die Klassenräume. Ich glaube, das ist unser Klassenraum, genau. I think Maisa Ito is near the school entrance or cafeteria. Okay. Cafeteria. Hier sind zu viele Augen, das mache ich jetzt nicht. Smoking when I became a teacher. Ja, wer Yandere Simulator nicht kennt,
Es handelt von einem Mädchen, die ist verliebt in einen Jungen. Und sie möchte nicht, dass andere Frauen, aha, hier ist das Lehrerzimmer, sich in den Jungen verlieben und ihr den wegschnappen. Oder eher gesagt, dass er sich in andere Frauen verliebt. Computerraum. Herrentoilette. Ah ja, es sind diese asiatischen Toiletten. Damentoilette. She must be somewhere near the cafeteria or entrance. Ja, ich weiß, ich habe sie schon gesehen. Das ist eine Leiter. Oh, ein Kuchen. Moment, warte. Erstmal gemütlichen Tee trinken, why not? Ich glaube, das war letztes Mal auch schon da. Also, als ich das letzte Mal gespielt habe, ist schon ewig her. Ich weiß auch nicht mehr alles. Was sind die Umkleiden? She must be somewhere near the cafeteria or ja, ich weiß. Gott, wer bist du denn? Das Barbie-Püppchen oder was? Wer kommt denn auf die Idee, sich als Krankenschwester so anzuziehen? Also, nee. Verstehe ich überhaupt gar nicht. So, hier war das Dach. Guckt mal die Aussicht. Voll schön. Oh, die Wolken bewegen sich sogar. Mega. Ja, sieht schön aus. Muss ich schon sagen. Oh, ich muss zum Unterricht, ne? Ich guck noch mal hier kurz. Okay. Dann gehen wir mal in die Klasse. Die Schaufel habe ich dabei, wo ich mir die auch immer hingesteckt habe. Ich möchte es gar nicht wissen. Ich mag das Geklacker von den Schuhen. So, wir sind mit ihr in einer Klasse. Ja, sorry. Oh Gott, ein Test. Das hatte ich auch noch nie. Cool, da steht sogar das heutige Datum. Wann wurde das prominenteste, fabelhafteste und bewundernswerteste Spiel Yandere School auf diesem Planeten veröffentlicht? 2007, 2017 oder 2027? Wie cool. Ich würde sagen 2017. Oh. Allgemein elektrischer Widerstand mit Halbleitern, steigende Temperatur, steigt, sinkt oder bleibt dasselbe? Ich glaube, die Krise. Ja, und im Allgemeinen elektrischer Widerstand von Metallen bei steigender Temperatur. Steigt, sinkt oder bleibt das Gleiche? Ich glaube, steigt. Ich glaube, ja. Excellent results, Akari. Wait, did you cheat? Ja, also, ich bin ja voll schlau, ne? Cool. I've gotta wait until she leaves class 2-1. Oh, ich muss auch mal auf Toilette, Frau Lehrerin. Ich muss mal hier irgendwie... You shouldn't bring that to school. Are you going to kill someone? Shit. It's time for tests. Ich war zu langsam. Ich wollte sie jetzt hier mit auf den Flur killen.
jetzt warten wir hier, oder was? Da war sie einfach, während ich beschäftigt war, einfach auf Toilette. Da hätte ich sie jetzt easy killen können. Oder wo auch immer sie war, aber ich schätze mal auf Toilette. Und jetzt sitzen wir hier, oder was? Ich muss trotzdem auf Toilette. It's time for classes. Oh. La 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 la. Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Ich habe zu lange gebraucht jetzt beim Test. Okay. Wir sind keine Spieler, ist ja auch sehr schön. Wir müssen sie irgendwo alleine erwischen. Und ich meine, soweit ich mich erinnere, ich weiß aber nicht, ob das immer noch geht. Ich meine, wir können sie auf dem Dach töten. Aber ich weiß halt nicht. Oh, da ist er, mein Freund. Hi. Der hübsche Blondie. She's on the roof. Und der mag auch Videogames, oh mein Gott. So. So, Akari-chan hat jetzt irgendwas von Unfall gesagt. Ich glaube, es ist Zeit, Leute. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nur bis zur Hälfte. Aber natürlich können hier eben halt auch Neuerungen sein. Deswegen spiele ich es halt nur halbblind. Aber wie gesagt, der Test war neu. Den gab es damals noch nicht. Hey, stop bothering me. Halt die Fresse. Du bist jetzt gekillt. Ah, es geht immer noch mit dem Dach. Geil. Jetzt wirst du sterben. Senpai gehört mir. I'm ready to confess my feelings. Liegt die da unten jetzt? Also ich habe sie jetzt wohl runtergeschubst. Jetzt muss ich mich beeilen. Bevor sie jemand sieht. Und muss sie halt vergraben. Das weiß ich noch. Wo ist sie hin? Ich hab sie doch runtergeworfen. Shovel, garden, buried Misa. Sounds perfect. Schaufel, Garten, Misa Ito. Das klingt perfekt. Ich weiß jetzt nicht, wo die Leiche ist. Hier ist auch kein Blut. Egal. Ich gehe jetzt mal zu Makio Sono. Ich bin schon wieder am Zocken. The last test results were barely average. Sono-senpai? Nani, what's up, Akari-chan? Let's go somewhere together, like a cafe or something. After school? Sure, I'm feeling hungry. Süß! Ist das voll süß! Aww. Ja, das kenne ich auch noch. This is a nice place. Thanks for inviting me. I've been wanting to say that I love... Das ist ein schöner Ort. Danke für die Einladung. Ich wollte sagen, dass ich dich
Ow! It's hot! Oops, I'm so sorry. Don't worry about it. I'm just going to run and change my clothes. Ups, es tut mir so leid. Autsch, ist das heiß. Mach dir keine Sorgen. Ich werde nach Hause laufen und mich umziehen. It was a hard day. I've got to rest now. Es war ein harter Tag. Ich muss jetzt schlafen. Oh, das ist, glaube ich, auch neu. Oh, eine Toilette. Geil. Ich immer und meine Toiletten, ne? Oh, ich habe sogar eine Küche. Oh, wie geil. Also, die Wände sind schon ein bisschen sehr grell, aber sieht schon mal nice aus. Ja. Das ist also meine Wohnung. Was hier? Oh. Dann kann ich Sachen kaufen. Oh, cool. Oh, ich möchte die haben. Geil. Ich habe jetzt Katzenstrümpfe. Yay. So. Dann ab ins Bett. Ich bin mal gespannt. It was my first date and it went pretty bad. But I can't give up that easily. I'm tired. It's time to go to bed. Es war mein erstes Date und es lief sehr schlecht. Aber so einfach kann ich nicht aufgeben. Oh, ich bin müde. Es ist Zeit fürs Bett. Am I sleeping? How do I wake up? Finde einen Weg aufzuwachen. So. Die Schaufel habe ich schon wieder parat. Wie wache ich jetzt am besten auf? Wir haben uns hier hinten noch gar nicht umgeschaut, ne? Eigentlich voll der schöne Ort hier. Hier würde ich auch gerne zur Schule gehen, wenn ich ehrlich bin. Viel Natur, schöne viele Gärten. Baseballfield. Wo will die Lehrerin eigentlich hin? Aha, wieder auf dem Handy? Genau, was sie da machen. Hi. Good morning. Ist aber abends. Hi. 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 Komm, wir machen jetzt hier die Deutschlandflagge. Warte. Schwarz, Rot, Gold. Yeah. So. Was ist da oben? Das sieht interessant aus. Da knutscht die Alte mit meinem Freund rum. Nee. Also, nee. What do you want? I want to kill you. Why do you need that in school? It's a murder! It was just a nightmare. Es war nur ein Albtraum. Das war zensiert. Oh, dann war der andere Kill eben auch zensiert. Okay, das ist neu, weil
Damals war es noch nicht zensiert, als ich das gespielt habe. Nightmares. Time to go to school. Genug Albträume. Es ist Zeit, zur Schule zu gehen. Was ist hier für ein Bild? Ah, Tea and Cake Games, alles klar. Ladebildschirm. Er braucht aber lange zum Laden. Ah, jetzt. I heard that there's a new student in your class? Yes, a new girl. A foreign exchange student. Ich habe gehört, dass es einen neuen Schüler in deiner Klasse gibt. Ja, ein neues Mädchen. Eine Austauschschülerin. She introduced herself yesterday. Her name is Angelina Ivanova. She came somewhere from Eastern Europe and wants to know more about our country. Sie hat sich gestern vorgestellt. Ihr Name ist Angelina Ivanova. Sie kommt irgendwo aus Osteuropa. Ich glaube, ja, Russland, Aserbaidschan oder Ukraine, irgendwo da kommt sie her. Und ja, sie möchte mehr über unser Land wissen. She told me that I'm handsome and asked me to show her around. Then invited me to the tea club after classes. Sie sagte mir außerdem, dass ich gut aussehend sei und bat mich, sie herumzuführen. Sie lud mich dann nach dem Unterricht in den Teeclub ein. Oh, die ist voll schön. Ich muss sie killen. She will not stay between me and my beloved. Ah, da ist sie schon. Hi. Hey. I'm Angelina. I'm new here. Hi, ich bin Angelina. Ich bin neu hier. Show me some interesting places around school. Zeigst du mir ein paar interessante Plätze in der Schule? Ich folge dir. Folge mir mal. Ich nehme mal das. Ich steck das ein. Du hast nichts gesehen. Komm mal mit, Fräulein. Das ist ein schöner Garten, ne? Finde ich auch. Weißt du, wer hier begraben liegt? Maisa Ito. Warte. Maisa Ito und du jetzt auch. I'm ready to confess my feelings. Das ist krass, die verschwinden tatsächlich. Das ist die zensierte Version, ist ja interessant. So, wo ist jetzt mein Crush? Makio Sono! Like that boy? I wonder what she would do. Da. Angelina wants to drink tea with me. It looks like she's not gonna show up. You see, you can't trust every girl. You can only trust me. I'd rather work out. Have you done your... I knew she wouldn't show up. Luckily, I'm always around. Yeah, it's good to have someone to drink tea with. Well, I'm done for today. See ya. Ich wusste, dass sie nicht auftauchen würde. Zum Glück bin ich immer in deiner Nähe. Ja, es ist gut, jemanden zu haben, mit dem man Tee trinken kann. Nun, ich bin fertig für heute. Wir sehen uns. Die beiden Mädels da im Hintergrund. Mega süß. But I wanted something more. Aber ich möchte etwas mehr. At least I haven't spilled tea this time. Oh Mann. Ja, also da habe ich schon mal die zweite Rivalin gekillt. Oh mein Gott, ich kann mein Spiegelbild sehen. Wenn auch ein bisschen komisch, aber die Engine hat's hergegeben, meine Damen und Herren. Einmal Applaus in die Kommentare. So, dann werden wir mal schlafen gehen. Der Ladebildschirm lädt sich wieder dumm und dusselig. Der muss das neue Level laden oder beziehungsweise das neue Kapitel. Oh. Bin ich mal gespannt. Am I sleeping? How to wake up?
Spielen wir eine Lehrerin? Kann ich eigentlich mit ihr hier reden? Hi. Hi. Na? I shouldn't have drank so much last night. Was ich noch? My head is still aching. Ja, es passiert, wenn du zu viel Alkohol trinkst. I was staring at my phone through the lesson, as usual. Ja, das hab ich gesehen. Hi. Hi, Fisch. So, wir müssen jetzt jemanden killen und da unten sehen wir schon einen Katana. I'd rather work out. Have you done your homework? Wir müssen Akari-chan töten. Oh my god! Oh mein Gott! Ah, Hilfe! Komm her, Akari-chan! Wie sie läuft! I've got to do something about these nightmares. Ich muss etwas gegen diese Albträume unternehmen. Also, ja, wenn du halt Leute umbringst, dann verfolgt dich das natürlich auch. Classes start soon. Hope I see my senpai today. Bald beginnt der Unterricht. Ich hoffe, ich sehe meinen Senpai heute wieder. Ladebildschirm lädt sich wieder durch. Ha! Ich bleib gespannt. Sono-senpai, I was looking for you everywhere. It's a home run! Sono-senpai, ich habe dich überall gesucht. Es ist ein home run! I thought we're gonna meet up and spend some time together. Oh, sorry. I've just met the guys from our baseball team and they convinced me to play a game. Ich dachte, wir treffen uns und verbringen etwas Zeit miteinander. Oh, sorry, Babe. Ich habe gerade die Jungs von unserem Baseballteam getroffen und sie haben mich überzeugt, ein Spiel zu spielen. Diese Jungs. Hey, can't you see he has a talent? Now Sono-kun needs to train all the time. With a player like him, we'll win prefecture competition and go to the national championship. Hey! Kannst du nicht sehen, dass er Talent hat? Jetzt muss Sono-kun die ganze Zeit trainieren. Mit einem Spieler wie ihm werden wir den Präfekturwettbewerb gewinnen und zur nationalen Meisterschaft fahren. Don't bother him. He's our player. There's no room for girls on the baseball field. Also stör ihn nicht. Er ist dein Spieler. Auf einem Baseballfeld ist kein Platz für Mädchen. Das werden wir ja sehen. This is their last game ever. Why are we watching baseball practice? It's boring. We watch the guys, not baseball. They're in good shape. They just got back from a prefecture level competition. Die sind beide süß. Warum schauen wir den Jungs da beim Baseball zu? Okay. Ist doch langweilig. Wir schauen den Jungs zu. Dein Baseball. Sono-kun, die mobben mich, sag doch was. Get off the baseball field. Halt die Fresse, Spacko. I just want to say that I love. Ich wollte nur sagen, dass... I can't confess to Senpai now. I have something to finish first. Ich kann ihm meine Liebe jetzt nicht gestehen. Ich muss zuerst etwas erledigen. Why are we watching baseball practice? It's boring. Then go to the national level. Sure, I will. Baseball is going to take all your time. Don't get distracted with homework or girls. Oh, okay. Train hard and we'll win. You'll see. No doubt we can. Voll der Arsch. Du bist voll der Arsch hier. No, it's against sport rules. Yuchichi, Tanki Gucci. Yeah, I can't. Go away, sissy. I'm going to smoke. Halt die Fresse. You should try harder to stop smoking. Get off the baseball field. Halt's Maul, werde ich garantiert nicht. Lern du erstmal, wie man Eyeliner benutzt. There's no room for girls.
Das werden wir ja noch sehen. Go away, Sissy. Halt's Maul. Get off the baseball field. Ja. Einer kapselt sich ab. Das heißt, es ist unsere Chance, ihn zu eliminieren. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Denn das werden deine letzten Schritte sein. Huh. Are you going to kill someone? Ja. Der fängt erstmal an, eine zu kiffen, Alter. Aber der wird jetzt erst recht getötet. Why do you need that in school? Warte. Hier. Man hat's leider nicht gesehen, aber sie hat ihn jetzt in die Eier getreten und dann mit dem Baseball-Fett gegen den Kopf geschlagen. Also mit dem Baseballschläger. Das weiß ich noch. Jetzt müssen wir noch nur noch irgendwie diesen anderen Typen hier killen. Get off the baseball field. Nö. There's no room for girls. Halt die Fresse. Ich bleib jetzt hier stehen. Get off the baseball field. Nö. Go away, Sissy. Nope. Get off the baseball field. Nope. Get off the baseball field. Nope. Ich muss eigentlich in die Klasse, aber ist mir jetzt egal. Ich mag meine neuen Strümpfe. Go away, Sissy. Oh, es regnet. So. Egal, wir schwänzen heute mal und killen gleich diesen Dude. Voll ein auf männlich tun, aber wenn es regnet, der Erste sein, der sich verpisst, oder was? Hast du Angst, nass zu werden? Ich folge dir unauffällig. Ich würde jetzt schon gerne meinen Crush sehen, wie er sich umzieht, aber ich habe hier was zu erledigen. Leider Gottes. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Kann ich mir hier eigentlich irgendwas holen? Nö. Leider nicht. Huch! Kommt die denn her? Hallo, Akari. Naja. Jetzt trinken die erstmal hier ihren super gesunden Energy Drinks. Also damit wird sowieso was. Erst recht was, wenn man in die nationale Meisterschaft will. Wenn man nur ungesund ist. Isst und trinkt und rauchen tut. Hey! Hi! Hi! Ha! I've joined the baseball team! I'm so excited! Ja. Hey! Now we can practice all the time and go to competitions! Wow. Hey! I think we can win the prefecture competition. Bist du da sicher? Ich glaub nicht. I don't think so. Hey! Hi.
gehe mal raus. Ich stalk die jetzt draußen. Dass sich die beste Freundin von Maisa Ito nicht wundert, dass ihre Freundin auf einmal weg ist. Oh, nur zwei Schüler in der Klasse. Das muss Luxus sein. Wie viele sind hier? 1, 2, 3. Noch zwei Nerds in der Klasse. Na gut, mit mir sind es 4. Mit Maisa Ito waren es 5. Und hier sind 4 Leute in der Klasse. Es sind aber kleine Klassen dafür, diese kleine Schule in dieser riesigen Großstadt hier. Das ist ja krass. Aber dass die Leichen auf einmal verschwinden. Früher musste ich die immer noch alle vergraben, hier im Garten. Deswegen sind hier auch so viele Gärten. Was haben die jetzt wohl geändert? Scheiße. Mann, wann ist denn der Spacko endlich allein? Ich muss den umbringen. Wo geht er jetzt hin? Kifft er jetzt auch eine? Nee. Why do you need that in school? I'm ready to confess my feelings. In your ex, meine ich. Nicht ass. In the ex. In die Eier. So, wo ist denn mein Schatzi? Ach, da ist er. Oh, der ist wieder am Zocken. Oh, mein Traum, Mann. Oh, der hat sich noch nicht umgezogen. Oh, wie süß sie da steht. Hey. Hi. I've been thinking about baseball, and maybe it's just not my thing. Well, maybe we can go on a walk together? Sure, why not? Ja, Baseball ist nicht sein Ding. Akari-chan, how could you forget your umbrella when the weatherman said it's going to rain? Just get closer to me, Senpai, or I'll get wet. Akari-chan, wie konntest du deinen Regenschirm vergessen, wenn der Wetterbericht doch sagte, dass es regnen wird? Komm einfach näher zu mir, Senpai, oder ich werde nass. Okay, meine lieben Freunde, ich beende mal kurz an dieser Stelle die Aufnahme. Wie gesagt, ich hatte ja vor 5 Jahren so eine Parodie gemacht, so eine Comic-Parodie zu dem Spiel. Und da war auch noch alles unzensiert. Ich werde euch die Videoreihe, also die Playlist, unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, weil das ist einfach eine richtig krasse Story. Also, was ich da gemacht habe, was ich draus gemacht habe, ist ein bisschen anders als jetzt hier, was in diesem Spiel ist. Aber ganz lustig. Und ihr spoilert euch da auch nicht, weil alles, was ich damals in den Videos gemacht habe, haben wir bis jetzt auch gesehen. Also, ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.